Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim. Ja, wir sind ja der Dame, der Mutter Graumähne oder wie sie auch immer hieß, gefolgt hier ins Haus, weil sie uns erzählen wollte, was mit ihrem Sohn ist. Daraufhin wollte er uns ja hier, daraufhin wollte er uns ja hier fast mit seiner Axt verhauen. Und jetzt hat er aber doch eingesehen, dass wir ihm helfen können und erzählt uns jetzt so ein bisschen seine Geschichte. Die Kampfgeborenen, die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmhändler unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Gut, gut. Ihr sorgt Das heißt, wir dafür, müssen jetzt niemandem einen sagen, Beweis dass ihr mich hier finden. gesehen habt. Fralia hieß sie, genau. So, wir müssen jetzt also den Beweis finden, dass die was mit dem Verschwinden zu tun haben. Der Vermisste. Finde Hinweise über Thoralds Verbleib. So, das müssen wir da hinten irgendwo. Nun. Fasst das bitte nicht falsch auf, aber ihr seht ein wenig krank aus. Ach, siehste, genau. Schön, dass du mich daran erinnerst. So, wir müssen hier rein. Da ist natürlich geschlossen. Wir speichern mal kurz. Und gucken mal, ob jemand zu Hause ist überhaupt. Wir versuchen mal unser Glück, auch wenn ich nicht glaube. Aber es war doch schon fast offen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Erkundigungen über den Verbleib eines gewissen Thorald Graumähne eingezogen wurden. Es ist meine Pflicht, euch darüber zu informieren, dass Talmor-Agenten sich des Gefangenen bemächtigt und zur Festung Nordwacht eskortiert haben. Ah, ja. So, jetzt. Hier ging es raus. Das war die unverschlossene Tür. So, automatisch speichern, sehr schön. Jetzt gehen wir wieder zu dem Kollegen. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? So, wo ist er denn? Da um die Ecke sitzt er. Genau, ist hier erstmal Gibt es was. Neuigkeiten? Ich wusste es. Zeigt ihr mir bitte die Talmor bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. So, was würde er denn jetzt machen? Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Ja, was machen wir denn jetzt mit ihm? Wollen wir ihn mitnehmen? Ihr bleibt in eurem Versteck. Was? Ihr wollt allein gegen die Talmor antreten? Das ist Nein. Wahnsinn.
Ihr meint es ernst, oder? Sehr gut. Ich gebe euch eine Chance. Aber wenn ihr es nicht schafft, werde ich es tun. So, finde einen Weg, um Thorold aus der Gefangenschaft der Talmor zu befreien. Machen wir glatt. Erstmal gehen wir aber zum Gemischtwarenkumpel. Dann sollten wir vielleicht unsere Gefährtin, na, unsere Huskarl oder wie auch immer sie hieß, mitnehmen. So, jetzt bin ich gerade verwirrt. Da wollen wir hin. Hätte ich auch da lang gehen können. Nein, wir wollten noch da oben hin. Wir wollten noch zu den Gemischtwaren laden. Warum nicht? Wenn ihr Karte aktualisiert. Waren wir schon. So, du bist der da. Da können wir rein. Genau. Lasst es mir wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles Hallo. Alles. Nein, wir fragen ihn jetzt erstmal nicht aus. Wir haben keine Zeit. So, was können wir denn hier? Das müssen wir auch irgendwann mal. Komm hier weg. Die Drachenschuppen. Hat er natürlich nicht mehr so viel Geld. Ja, komm. Mach. Vielleicht können wir ihm ja irgendwas entlocken. Zauberspruch Flammenschutz, Geist beschwören. Hat er wieder ein bisschen Kohle. Zaubertränke, was hast du da Schönes? Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mal mit. So, was haben wir noch? Können wir ihm jetzt die Drachenschuppen alle verkaufen? So, wunderbar. Da kommen die auch noch. Da ist nichts drin. Das kannst du mitnehmen. So, das reicht. Dann sind wir einigermaßen ausgerüstet. Wir gehen jetzt aber erstmal noch an die Schmiede. Und zwar wollen wir ein wenig unsere Schmiedeskills verbessern. Um damit ein wenig aufzusteigen. Was? Gut. Da können wir nichts machen. So, jetzt. Ach, Quatsch. Ich wollte doch noch. Genau. So, wo ist sie? Axt von Weißlauf. Können wir aufladen. Jawohl. Die ist wieder voll. Benutzen Schmiede. Achso, wir müssen ja erstmal. Wir müssen doch erstmal Leder machen. Leder, jawohl. Jawohl. So, noch einmal Lederstreifen. Können wir gleich zweimal Lederstreifen machen. So. Dann können wir jetzt. Bin nicht so der Eisenschild, haben wir schon, Eisenschwert, Schaden 11. Was kann unsere Axt? Kann 15. Dann Lederrüstung, Rüstung 29. Wir probieren es einfach mal.
Und was kann die im Vergleich zu unserer jetzigen? Die hat 26 und die Lederrüstung 29. Und wenn wir die jetzt noch verbessern. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Dann kann sie sogar 31. Das ist schön. Dann können wir die noch verbessern. Die verbessern wir nicht. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Wald. Und unser Helm, was kann der? Ich denke, 13. diese Ehre gebührt Eorlund Graumähner. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Lederhelm, Chance. der kann sogar 14. Geschlagene Rüstung. Eisenhelm ist eine schwere Rüstung. Könnten uns jetzt noch einen Zweihänder basteln. Der Pelzhelm, der kann original 11. Dann machen wir uns noch einen Lederhelm, weil es so gut war. Und ein paar Lederstiefel. Ja, natürlich kein Leder mehr, ist logisch, ne? Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Können wir aber noch nicht, weil die Fähigkeit noch nicht ausreicht. Den Lederhelm können wir aber. So. Das war's. Den rüsten wir uns damit noch aus. Und den Rest verkaufen wir natürlich gleich. So, dann können wir die Stiefel verkaufen und die Rüstung verkaufen und den Pelzhelm können wir auch verkaufen. Und sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Was habt ihr zu Klingen, verkaufen? Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Das und das und das kann weg. So, was hast du Schönes? Stahlkriegsaxt hat auch 15. Stahlkriegshammer wollen wir nicht. Orkischer Zweihänder. Wenn wir ja mal mitnehmen. So. Vergesst nicht, auf die Helme Damit reinzuschauen, sind wir falls ihr nichts wisst. gerüstet. Dann speichern wir nochmal. Und schauen mal, wo wir hin wollen. Wir wollen natürlich ganz ans Ende der Karte. Aber ich glaube, dafür sind wir noch nicht stark genug. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ganz was anderes. Wir gehen jetzt erstmal zu den Gefährten. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Dann Was macht ihr schließen denn wir uns so? den Gefährten an. Dann können wir A, ein bisschen Geld verdienen. Zweitens, ein wenig trainieren. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und Und betrunkenen Schlägern zu drittens tun. Es ist schon lange her, kann dass man ich dabei hier immer schöne, schöne Sachen looten. So, schauen wir nochmal. Schaffen die beiden schon wieder an? Schnappt sie euch. Kommt schon, tötet sie auf eure Beinarbeit. Haltet euer Das Gleichgewicht. machen die. Ja. Kommt schon, was gibt's denn? Kann ich den Ihr Gefährten glaubt also, beitreten? ihr habt das Zeug dazu? Gut für euch, dass ich das nicht entscheide. Sprecht mit Kotlak. Wer weiß, vielleicht ist er gerade besonders großzügig. Okay. Vorsicht mit den Klingen. Du bist das nicht, bist du das? Nee, du bist ja, du bist das auch nicht, du bist das auch nicht, du bist das auch nicht. Moment, wir müssen das mal. Du bist, Ich werde euch brennen sehen. Jemand muss etwas unternehmen. Der war, glaube ich, da unten irgendwo. Sollten das auch mal aktivieren. Der ist da hinten irgendwo. Da sitzt er nämlich. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Ein Klubs. Fremder betritt unsere Halle. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht.
Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Grüß. Bieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Das ist die richtige Einstellung. Wilkas hier wird sich eurer annehmen. Wilkas bringt ihn in den... Auch wenn er nicht gerade sehr viel Glück, sehr glücklich ja. darüber ist. Nicht hier. Draußen im Hof. Na gut. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sehen. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvaskr, solange ich zurückdenke. Jo. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Da. Wir werden mal nicht gleich mit Magie anfangen hier, ne? Wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Meinst du? Ihr gehört mir. Gut gemacht. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Minster. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Das ist klar. Gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Na toll. Vielen Dank für nichts, du... Dann spielen wir halt mal den Botenjungen. Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Ist ja meistens so. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszu... Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Ich gehöre nicht zu den Gefährten. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was? Von ganz Tamriel. Na gut. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Auch das noch, ich hab's befürchtet. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Was führt euch her? So, bringe den Schild zu... Dank. So, die sitzt wahrscheinlich hier drinne. Eine Folge mit Botengängen, auch nicht schlecht. Wo? Da unten. Ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr
wollt sicher mit einem der Gefährten reden. All diese Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Seid die ist ja kriegsbemalt. Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Mhm. Lass das bloß nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Was? Ach da. Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, hallo. Ich bin Farkas. Kommt mit. Na gut. Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Hm. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Thema hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Machen wir doch gleich. Wenn ihr einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Das erwähnt ihr immer. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts. Ein Problem mit den Abgeschworenen. Die sind unberechenbar, gefährlich und nicht zu durchschauen. Sag gut. Lasst sie eure Probieren wir es einfach mal. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. So, nein, wollen wir mal. Oh, hier geht's auch gleich raus. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenke. Mit den Abgeschworenen. Das ist auch so ein komischer Stamm von, weiß ich nicht, was für welche das sind. Sehen so ein bisschen aus wie Ureinwohner. Schauen wir mal. Ja, ist klar. Gut, wir reisen zum Wachturm. Und dann latschen wir da mal hin. Hier sieht es ja aus wie nach einem Drachenangriff. Aha. Da ist auch wieder so ein... Das kann man bestimmt auch ausräumen. Aber looten können wir immer nachher noch genug. Wir gehen aber mal so in die... Da oben stehen welche. Nee, das sind... Da steht keiner. Doch, da oben läuft einer. Wir gehen erstmal noch nicht dahin. Wir gehen erstmal grob in die Richtung, in die man uns geschickt hat. Da unten rennt auch wieder einer rum. Mal gucken, was das für einer ist. Entweder es ist ein Wegelager, der unser Geld haben will, oder eine Jungfrau in Nöten, oder ein Ork. Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Der beste Skooma, der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Nein, nach danke. Seinem Geschmack. Dass die einen immer alle hier zu Drogen verleiten wollen. Da kann ich ja gar nicht mit um. Wir haben noch einen ganz weiten Weg vor uns. Ich glaube, das ist schon wieder hier so ein Riesennest, oder? Nee, das noch nicht. Wer bist du denn? Ah!
Okay. Ja. Bleib doch mal liegen. Ja, kann man mitnehmen. Ein Mammut. Das lassen wir mal lieber in Ruhe. Denn wo ein Mammut ist, ist der Riese nicht weit. Und die können einen ganz böse verhauen. Da drüben ist ein Wölfchen. Da ist das Riesenlager, das umgehen wir mal besser. Da ist noch ein Mammut. Los weg hier. Weil wenn die uns angreifen und wir uns verteidigen, dann haut uns der Riese auch noch einer auf den Kopf. Und das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Hier ist eine Höhle. Die markieren wir uns mal. Bruchzahnhöhle. Können wir später nochmal zurückkommen und uns durchkämpfen und das mitnehmen, was da zu finden ist. Ich sage, hier gibt es noch viel zu looten. Der macht aber einen Krach. Hier oben ist wieder eine Festung. Wir gehen aber erstmal dahin, wo wir hin sollen. So nicht, mein Freund. So nicht. Meine Fräse, wie weit müssen wir denn hier noch latschen? Oh, Rikstad. Da kam der Typ her, der ganz am Anfang flüchten wollte und von dem Kaiserlichen erschossen wurde. Können wir auch noch mal hin. Und dann gehen wir da auf den... Was bist du denn für einer? Na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Netter Versuch. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Geht nicht fort. Bei den Göttern. So nicht, mein Freund. So nicht. Hätte ja nicht mal irgendwas Wertvolles dabei. Wieder den orkischen Zweihänder ausrüsten.
Eigentlich könnten wir auch den Bogen ausrüsten. So, das dürfte dann Rorikstadt sein. Markieren wir uns auch mal, damit wir hier wieder einen Schnellreiseort in der Nähe haben. Also wo wir schnell hinreisen können. So, jetzt geht's da hoch. Wir müssten uns mal so ein bisschen alchemistisch versuchen. Damit wir uns unsere eigenen Tränke brauen können. Die dann übrigens auch ganz gut Geld bringen. Und außerdem verbessern wir unsere alchemistischen Fähigkeiten und wir können uns natürlich auch Heiltränke herstellen. Schöne Aussicht von hier oben. Und da steht auch schon der erste. Wie wir die kalt machen und das Lager hier ausräumen und unseren Auftrag erfüllen, sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und hoffe, dass ich euch demnächst wieder begrüßen kann, wenn es heißt, eine weitere Folge von Skyrim. Ich bedanke mich und tschüss, bis zum nächsten Mal.